der weg. Ja, sehr schön. Na, ja, das dauert jetzt einen Augenblick, bis das fertig ist. Ich kann aber schon mal die ersten Modulgehäuse setzen. Fasslager. Michael Fasslager wird das jetzt hier. Naja, der war auch schon mal besser, der Witz. Aber nicht viel. So, dann mache ich jetzt das erste Item-Sync-Modul da schon mal rein. Das müsste ja... Ah, da haben wir schon ein paar mehr. Sehr schön. Okay. Habe ich eigentlich Erlaubnis, hier zu zaubern? Das kannst du doch. Aber dann würde ich mir noch mal wieder Golems machen, ne? Du kannst ja mal probieren, ja. So, hier möchte ich jetzt ins Item-Sync-Modul möchte ich jetzt die Apple drin haben. So, dann haben wir das. Da kommen jetzt Apple rein. Und dann in den nächsten, was möchte ich da denn jetzt noch drin haben? Haben wir noch irgendwas viel? Steine haben wir noch haufenweise, wa? Was? Steine haben wir auch haufenweise, ja. Aber da kommst du ja mit einem fast nicht aus. Ja, aber erstmal, damit wir ein bisschen was haben, weißt du? Und Sand möchte ich da auch noch rein haben. Machen wir das mal hier fix rein. So, da kommen die ersten Äpfel. Dann kommt jetzt hier das Item-Sync-Modul rein für Steine. Und hier kommt rein das Item-Sync-Modul für Sand. Dann sind wir das nämlich auch schon mal los hier. Ich betätige mich hier gerade als Golem. Golem-Papa. Vier Provider-Module sind noch in Arbeit. Der braucht jetzt bestimmt noch irgendwas an Kleinkram, bis er da hinten fertig ist. Ja, der braucht hier noch die Goldzahnräder. Alles noch in Arbeit. Eisenzahnräder. Steinzahnräder. Da hat er jetzt kein Eisen, das brennt er hier gerade noch durch. Ja, doch. Es kommt. Gut, warten wir mal ab, bis der ganze Dreck fertig ist hier und dann sehen wir weiter. Da kommen noch zwei Modulgehäuse, die kann ich auch schon aufbauen. Was haben wir denn noch so einen großen Kram hier? Massenhaft. Ah, ich weiß. Ne? Apple Oak Saplings und so. Setzlinge, ja. Möglichkeit. Setzlinge ist immer gut, denke ich mal. Momentan verwurstet er die noch gerade alle ganz fleißig, aber das wird auch nicht ewig dauern. Das ist ja bei mir gesehen. Bei mir werden die automatisch weniger. Ja, bei dir, ja. So, machen wir das mal hier. Dann packen wir mal die Saplings rein. Modul, Modul. Item Sync, das programmiert, der kann da gleich rein. So, wollen wir mal gucken hier. Die hat er da alle drin, das macht er so. Keys könnte man nochmal irgendwann machen, da kommt der erste Provider angeschossen. Den lassen wir mal hier. Sand kann weg, der kann weg, der kann weg. Da kommt noch ein Provider. Jetzt muss ich die Provider nun mal irgendwie alle reinbekommen. Ich meine, wir hatten jetzt gerade, wenn wir der hier müsste schon Provider drin haben, das heißt, er hier muss einen kriegen. Er muss einen kriegen. Jetzt müssen da noch zwei kommen. Ja, das ist wohl noch in Arbeit. Feeding-Modul. Wenn man da jetzt mitarbeitet, weiß ich auch noch nicht ganz leider. Bist du noch wach? Ja, ich bin da. Ich dachte, ich frage mal wieder zwischendurch. Ja, ja. Was hat er jetzt hier? Achso, da schmeißt er gerade einen nach hinten durch. Das heißt, ihm fehlt jetzt nur wieder das Goldzahnrad. Und den Rest hat er. Oh, oh, das war ein Geruckel. Ich glaube, da hat der Rechner gerade einen neuen Abschnitt angefangen hier. So, der Provider. Am Ruckeln. Am Ruckeln? Ich merke nichts. Das ist schön.
Das war auch nur gerade wegen der Aufnahme, da war meine Festplatte wieder etwas überlastet. So, Es regnet, aber mir ruckelt nichts. Das ist merkwürdig. Ist klasse, ne? Ah, endlich, es hat geruckelt. Achso. Und da ist der letzte Provider. So, dann haben wir die Dinger jetzt auch alle da, wo sie sein sollen. Da schmeißt doch einer mit irgendwas. Ich habe das genau gehört. Moin. So, dann machen wir den hier mal rein. Ja, sehr schön. Ja, oder jetzt die ganzen Setzlinge alle rein. Was ist mit den Äpfeln, die in der Truhe sind? Die bleiben da oder werden die rausgepumpt? Nö, nö, die bleiben da, die werden jetzt aber als erstes verbraucht, wenn wir die dann irgendwann uns ranholen. Der macht zuerst die Truhen leer und dann macht er erst die Fasslager leer. Weil das ist irgendwas mit der Priorität ist das. Hat das zu tun. Haben wir jetzt auch noch irgendwo einen normalen Ofen? Definiere normale Ofen. Die normalen Ofen sind die hier. Da, wo ich Rindfleisch reinkloppen könnte. Könntest du theoretisch hier hinten, bei den Empty-Teilen, da mache ich jetzt noch ein logistisches Versorgungsrohr, dass da was, da knall rein und dann wird das nachher, dann kannst du das nachher rausnehmen. Das wird doch nicht gebraten, oder? Dann macht der automatisch was rein. Bleiben Sie ruhig. Fleisch rein warten. Ja, Fleisch rein warten, das Versorgungsrohr kommt gleich. So, da möchte ich mal... Das ist schon dran oben, oder nicht? Das ist ein Werkrohr, was da dran ist. Das ist kein Versorgungsrohr. Das ist ein marginaler Unterschied. Marginaler Unterschied? Ja, das auch. Ach, böses Wort. Nehmen wir mal das hier alles raus. Knallen das da wieder rein. Dann hat er jetzt wieder was zu tun. Da geht's los. Das schimpft er mit mir. Versorgungsrohr. Wieso? Der Ofen geht schon. Ja, das ist ja toll. Was hast du da jetzt reingeknallt? Holz oder was? Kohle. Kohle? Keine Holzkohle? Ja. Nein, Kohle. Warum verbratest du unsere gute Kohle? Weil wir davon genug haben. Genug hat man nie. Wenn die Kohlehalde brennt, dann hast du genug Kohle. Aber ansonsten... Nee. So, jetzt wird das Ding nämlich automatisch bestückt mit Kohle und Holzkohle. Beziehungsweise nur mit Holzkohle. Mit Kohle, Holzkohle. So, da schmeißt er jetzt alles rein, was er braucht. So, dann packen wir hier hinten. Mein Schatz! Holzkohle, 9 Stück. Mein Schatz! Mein Schatz! Kannst du mal aufhören mit der Scheiße, ich bin hier am Bauen. So, da haben wir das. Steak. Gut, das ist der richtige. Warte mal, der muss so rum, das muss so, das muss so, das muss so und der muss da rein. Das ist der. Gut, da baut er mir jetzt Steak ein. Das funktioniert so auch nicht, verdammt. Gebratenes Schweinefleisch. Na gut, das wollte ich da jetzt eigentlich weniger drin haben, aber machen wir das einfach mal so. Output gebratenes Schweinefleisch. Hast du noch irgendwo Steak? Hier. Ich muss mal... Und jetzt sag nicht, du hast alles jetzt verwurstet an Fleisch, was da war. Er hat alles, rohes brauchen. Er hat alles verwurstet. Ja, ich brauche jetzt nämlich rohes Fleisch gerade. Was? Rohes Schweine, rohes Dings? Ja, ja, beides. Beides roh. Hier, nimm mal... Pass auf. Nimm mal zwei Steak, ich hol rohes Fleisch. Das ist gut. Mach das dann in die Enderpouch. Ah. Mach mal. Da muss ich wieder ein bisschen suchen gehen, leider, weil ich kann meine noch nicht verwursten hier. Tür zu, sonst kommt der Creeper rein. Das mag Dennis nicht. Nein, Creeper sind doof. So, die können da rein, die können da rein, die können da rein. Fleisch, gebratenes Fleisch, Schweinefleisch, rohes haben wir keins mehr, schade. Da ist schon, da ist Oink Oink, sehe ich schon am Radar. Das ist gut.
Zweimal ist es dann nicht, die Schweine, die bei uns im Haus sind. Dreh durch. Das kann natürlich. Nee, kann nicht sein. Kann nicht? Nein, die sind hinter im Haus. Ach so. Aber einmal reicht hier, ne? Einmal reicht. Ich brauche nur ein Stück Fleisch, um die in den Ofen zu programmieren. So, jetzt muss ich noch Muschi-Kuschi finden, ne? Das wäre auch sehr schön. Aber du hast ja vermehrt schon die einen, ne? Ja, aber nur eine, kleine. Dauert noch. Ach so, dauert noch. Ich wollte meinem Stall noch nicht töten. Nein? Dann mache ich das. Du meinst kleine Kuh tötest, ne? Meinst du? Trete hier sofort aus dem Let's Play aus. Machst du eh nicht. Hast recht. Ich weiß. Oh, hier liegen Tittensäcke rum. Tittensäcke? Mensch, ja, die liegen einfach rum. Was du so alles findest. So, warte mal, was habe ich jetzt hier noch drin? Schaf, Lammfleisch. Eigentlich würde ich mir jetzt gerne hier noch ein paar Pressen aufbauen, um die Äpfel loszuwerden, damit wir Apfelsaft machen können. Muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. Rohes Lammfleisch. Lamm? Lamm gibt's auch? Natürlich. Okay. Komm, Kuschi, Kuschi, Kuschi. Hühnchen. Hühnchen wäre auch nicht schlecht. Was ist denn Mief? M-E-E-F. Rohes Mief. Das muss auch irgendwie ein Fleisch sein. Ich meine, mit Hirsch kann ich ja noch was anfangen, aber Mief ist mir jetzt neu. Das stinkendes Fleisch, Mief. Ach so, miefendes Fleisch. Sehr schön. Frohe Drohne. Was ist denn eine frohe Drohne? Ja, ist das von den Zombies? Nee. Umbenannt jetzt. Nee, kann nicht sein. Das ist ein ganz anderes Icon. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Jetzt mal aufhören, wenn es zu regnen, ne? Dann wäre das alles sehr einfach, aber einfach kann jeder, sag ich immer, ne? Er produziert auch. Hey, zum Band! Komm näher! Komm mal näher, komm näher. Geh weg, komm mal näher, komm näher, komm näher. Geh weg, komm näher, komm näher, geh weg. Ja, warte denn nur. Komm näher, geh weg. Der weiß doch gar nicht, was er machen soll. Oh, oh, oh. Wisp. Wisp. Oh, nein. Oh, zwei. So, Wisp weg. Ey, Zischer, komm her. Kohle, Kohle, Kohle. Wir können ja eigentlich mal zusehen, dass wir hier auch mal einen Ofen aufbauen für, ne, für die Produktion, für von, also die Kokereiproduktion können wir ja eigentlich mal in Gang bringen hier, denke ich mal, wa? Ach, du meinst einen Koksofen? Mhm. Mal machen. Oh, ich bin hier in einem wispigen Gebiet gekommen hier. Du machst ja Sachen. Schade, dass der andere Herr hier so selten zugange ist mittlerweile. Alter, was hier an Holz ankommt, das geht echt auf keine Kuhhaut. Vor allem, weil wir kaum Kuhhaut haben. Skelett von hinten erschossen. Na, du machst ja Sachen. So, baue ich noch ein zusätzliches Engine auf, was auf Kohle basiert, damit wir das Holz loswerden? Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Wie mache ich das? Wie werde ich am besten das Holz los? Ich will es ungern komplett verwursten. Dann haben wir nämlich dann den Kram auch irgendwann wieder, dass wir den benutzen müssen. Den, was sucht den, die den noch? Müll zum Verbrennen. Kuh. Kuh noch, ne? Kuh. Schweinefleisch habe ich rohes. Lammfleisch habe ich rohes. Ja, schmeiß mal schon mal rein. In die Pouch, dann kann ich hier schon mal anfangen zu programmieren. Das produziert er aber noch nicht, wenn ich das reinschmeiße, ne? Nein, das produziert er nur auf Bedarf. Dann kannst du zur Bestellwerkbank gehen und sagst, hier, gib mir mal 10 Schweinefleisch, 10 fertige und dann kommt das. Geh los. Das ist schön. Rohes Hühnchen habe ich auch dazu. Ist auch sehr schön. Müsste das gleich eingelagert haben. Klicken wir ein paar hundert Mal auf Refresh. Da kommt das Hühnchen schon. Oh! Falle. Da ist das Schwein.